kaufen nichts. Damit euch der Abschied aus München jetzt ist. Ja, Dankeschön, Florian. Florian, um diese Zeit Bier, du. Ja, warum denn nicht? Da kann ich wenigstens schlafen, wenn es mir langweilig wird auf der Fahrt. Ja, aber nicht am Hochzeitstag, du. Erholt euch gut und füttert nicht zu sehr. Das ist ganz schlecht für den Kreislauf. Ja, das geht alles. Ich werde auf Sylt viel, viel malen. Opa bei Ebbe und Opa bei Flut. Und Opa nackig als Neptun oder Wasser. Also, ich muss jetzt ins Atelier. Ich wünsche euch eine schöne Reise und hier habt ihr noch was zu lesen, damit es euch nicht langweilig wird. Ja, das brauchen wir nicht. Die haben wir. Sehr, sehr aufmerksam. Also, tschüss da. Frag mal, wo ist denn die Tami? Die war doch vorher noch hinter uns. Ja. Schaut doch mal im Zug. Bei uns ist sie nicht. Ja. Geh mal schauen. Sie nicht, du. Ich geh mal nachschauen. Tami! Gibt's doch gar nicht, die war doch gar noch da. Also, das da ist sagst du halt ein Scheiß. Oh, wir waren schon. Also mal schauen. Und ruf mal an. Wenn Opa nicht brav ist, komm ich. Tami, wo warst du denn? Was hast du denn gemacht? Das war die Tami. Tami! Kinderchen, in 2 Stunden ist es soweit. Nein, 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 nein. Der Rock gehört kürzer, viel kürzer. So. Hm? Was ist denn mit der Blume? Aber da gehört sie doch nicht hin. Hier gehört sie hin. Hm? Ach, Männchen, sind die Models alle klar? Ja, bis auf Vanessa stehen alle quer bei Fuß. Wunderbar. Was ist denn mit Vanessa? Die ist noch in der Sauna. Das überlebe ich nicht. Hat sie wieder heimlich Sahnetorten gefressen. Bäckerin hätte sie werden sollen, nicht Manneke. Alexander, holen Sie mir eine Tasse Kaffee, und zwar einen starken. Zum Kaffee holen bin ich aber eigentlich nicht geboren. Sie werden sich keine Zacke aus Ihrem hübschen Krönchen brechen. Was glauben Sie, Kindchen, was ich literweise Kaffee habe schleppen müssen in meinem Leben? Was sage ich? Hektoliter, also ab, da Sie da liegt. Kinderchen. Wer hat denn diesen anachronistischen Abnäher fabriziert? Mein Gott, wenn man nicht alles selber macht. Susanne, bitte. Herr Mecklenburg, ich habe es genau nach Ihren Anweisungen gemacht. Ich fabriziere keine Totenhemden, Kindchen. Kunst, das heißt Lebendigkeit. Schöpferische Unrast bis zur letzten Sekunde. Diese Kreation schreit geradezu nach einem Abnäher 1 Zentimeter nach rechts. Also bitte. Herr Mecklenburg, soll ich es auf der anderen Seite auch machen? Ja, natürlich. Sinnig? Beringer, wissen Sie, was Sie in diesem Augenblick getan haben? Entschuldigung, aber bei der Hektik... Und außerdem habe ich gesagt, ich bin nicht zum Kaffeeholen geboren. Sie haben meine Show ruiniert. Ist Ihnen das klar? Oh Mann, das kann man doch wieder auswaschen. Sie reden wie eine dumme Küchenhilfe. Auswaschen. In 2 Stunden sollte dieser Traum ins Rampenlicht. Das war mein Highlight. Und jetzt? Aus, kaputt, vorbei. Sie trampelt hier.
Wie reden Sie eigentlich mit mir? Ich bin doch nicht Ihr Fußabstreifer. Okay, ich habe Kaffee verschüttet, aber doch nicht extra. Das wäre ja noch schöner, Sie Häufchen Unverstand. Wollen Sie die Katastrophe nicht sehen? Oder sind Sie wirklich so dumm? Soll ich Ihnen mal was sagen, Herr Möckelburg? Sie sind hochgradig hysterisch. Hysterisch? Großer Gott, muss ich mir das von dieser schusseligen Schnepfe sagen lassen? Nur eine sofortige, hochoffizielle Entschuldigung kann Sie jetzt noch retten. Ich soll mich entschuldigen. Sie könnten sich entschuldigen. Wenn Sie mir nicht augenblicklich aus den Augen gehen, werfe ich Sie eigenhändig hinaus. Bemühen Sie sich nicht. Ich habe Ihren Scheißladen sowieso schon lange dick. Ich gehe, und zwar für immer. Hoffentlich. Hoffentlich. Sie können mich nicht leiden. Das ist es, weil ich was kann. Und das stinkt Ihnen. Sie wollen doch keine Mitarbeiter, die selbstständig sind und die sich nicht unterbuttern lassen. Sie brauchen doch nur Sklaven. Sklaven? Mein Gott. Die Kleine hat zu viele Sandalenfilme gesehen. Nun ja. Meine Täubchen, Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Und jetzt möchte ich meinen Kaffee, verdammt nochmal! Ja, und? Was willst du in Irland? Naja, erstens ist es ein fantastisches Land und abgesehen davon gibt es dort keltische Ausgrabungen. Und wir sollen dafür einen wildfremden Menschen ins Haus nehmen. Seid doch froh, dann kommt endlich mal ein bisschen Leben ins Haus. Also Leben haben wir ja genug. Sag mal, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Oxford gegen Cambridge? Ein Tipp aus der Krankenkassenzeitung. Rudern gegen Herzinfarkt und kalte Füße. Aha. Sag mal, und wo habt ihr das Ding überhaupt her? Aus dem Ruderclub von Christian. Du, für ein Butterbrot hat nämlich ein Loch unten drin. Aber das ist so ein überflüssiges Drum zum Saubermachen. Also was sagt ihr nun zu Irland? Ja oder nein? Ich finde das gar nicht so schlecht. Ein Austauschstudent? Könnte ich wieder mal Englisch oder Französisch reden? Hm? Französisch kann ich nicht. Was ist das überhaupt für eine Nationalität? Keine Ahnung, das kann alles sein zwischen Orient und Okzident. Was Exotisches wäre am besten, da kriegst du noch ein paar Kochrezepte. Also ich wäre ja da ein wenig vorsichtig, ne, mit so einem Austauschstudenten. Meine Freundin, die hat einmal einen gehabt, ich glaube, der war aus dem Okzident. Der war 3 Tage da und dann ist er mit dem Geld und mit dem Schmuck auf und davon. Alex! Michael oder Möckelburg, einer von beiden. Kein Grund, unsere Türen so zu malträtieren. Du hast gerade reden. Lassen wir mal, ich gehe schon. Guck mal, Maria, steig ein. Da fass ich doch gar nicht rein. Da kriegst du Bombenkondition. Wozu brauche ich denn eine Bombenkondition? Ja, das ist gut für deinen Rundfunk. Was ist los, Alex? Komm, lass mich in Ruhe. Ich denk gar nicht dran. Lieber verpasse ich meinen Zug. Scheiß gebaut, ne? Ich? Wieso ich? Fängst jetzt auch noch an, oder was? Die Hölle, das sind immer die anderen. Genau. Meinst du es jetzt ironisch, oder was? Ist es Michael oder Möckelburg? Ich hab eine Scheißwut, sag ich dir. Du, der wollte mich fertig machen wegen so einem Kaffeefleck. Scheißt mich vor versammelter Mannschaft zusammen, als ob ich seine heiligen Kreationen absichtlich beschmutzen würde. Nackter Frühkapitalismus ist das. Sklaventreiberei. Aber ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Nie mehr. Ich habe dem Fuzzi so eins vor den Latz geknallt, dass ihm Hören und Sehen vergangen ist. Der Arsch kann noch lange seine Wunden lecken. So, das war's. Zufrieden? Ist was? Was soll denn sein? Ist halt so anders als sonst. Mein Gott, man ist ja nicht jeden Tag gleich. Ach, was du nicht sagst. Du, Alex, du hast dich immer Luft in der Mittagspause. Kannst du mir das gleich enger machen? Ich habe 600 Gramm abgenommen. Mhm. Man sieht's. Gell? So, schnell mein Joghurt und ab ins Funkhaus. Ach, Maria, was ich noch sagen wollte, du hast jetzt übrigens auch noch ein paar Kollegenfrauen als Fans. Ah ja, und was sagen die? Deine Sprüche aus dem Äther würden so gut zum Bügeln passen. Tschüss. Was hat sie denn? Weiß nicht. Ich habe mit der Katja gesprochen, irgendwas mit Möckelburg oder so. Aha. Mensch, Michael, das macht mich so fertig. Naja, es wird schon wieder, ne? Vor ein paar Monaten hättest du noch gesagt, ich spinne. Dabei bleibe ich auch. Du spinnst. Der Möckelburg ist nach wie vor eine erstklassige Adresse. Ja, eine erstklassige Adresse, vielleicht vor den Kulissen. Was soll's. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal einen doppelten Espresso, okay? Ja,
Kakao wäre mir lieber. Ich brauche jetzt was Süßes. Du hast nicht zufällig eine Nähmaschine? Eine Nähmaschine? Nee. Ich soll das Kleid für meine Mutter enger nähen. Die hat 600 Gramm abgenommen und zu Möckelburg kann ich ja jetzt wohl schlecht gehen. Nadel hätte ich noch. Ich bin doch von der Bundeswehr gerettet. Jetzt müsste ich halt nur wissen, wo ich die hingelegt habe. Warte mal kurz. Ich brauche nur einen Faden und eine Nadel. Eine Nadel und ein weißer Faden. Wieso denn weiß? Das Kleid ist doch braun. Ja, dann zieh ich doch durch den Kakao. Gute Idee. Einmal Kakao, bitte. Bitte sehr. Ja, nicht schnell. Nee. Und noch eine Nuance, bitte. Ja. Jetzt hat. Jetzt passt's. Gut. Sag mal, wissen deine Eltern eigentlich schon von ihrem Glück? Wie meinst du das? Naja, hast du nicht mal mit ihnen geredet? Du bist der Fall. Nee, bis jetzt noch nicht. Ja, würde ich mal tun. Am besten mit der Mutter, die versteht das noch am ehesten. Meinst du? Wenn der Mensch vor dem Schlafengehen etlichen Alkohol zu sich genommen hat, dann erschlaffen die Zungenmuskeln über die Maßen und die Zunge fällt zurück in den Rachenraum und verschließt dadurch den Atemraum, ohne dass der Schnarcher das verhindern könnte. Ich darf Ihnen das vielleicht einmal demonstrieren. Und Ihr Institut, Herr Professor, ja, hat nun einen Apparat entwickelt. Ja, also wir sind eigentlich noch mitten in der Entwicklung drin. Das geht nicht so schnell. Das ist so eine Art Schnarchelwecker, den der Schnarchler anlegt und der das eigene Schnarcheln praktisch meldet und ihn durch dieses eigene Schnarcheln aufweckt. Also Sie müssen sich das vorstellen wie eine Kuh auf der Weide, die an den elektrischen Draht kommt und dadurch einen Schlag spürt. Ich darf Ihnen das jetzt vielleicht einmal zeigen und ich tue jetzt nur so, als würde ich schnarcheln. Ich schalte ein. Aber dieser Apparat wird natürlich die Ursache nicht beheben. Sie müssen schon mit einem Schnarchler weiterleben. Und ich spreche da aus Erfahrung. Ich bin nämlich selbst mit einem seit 25 Jahren verheiratet. Mein Mann möge mir verzeihen. Vielen Dank, Herr Professor. Ich danke Ihnen auch. Ich darf Ihnen vielleicht etwas anvertrauen. Nun? Ich schnarchle auch. Alex, du machst einen riesen Fehler. Du musst auch mal deinen Verstand einsetzen. Im Berufsleben geht nicht alles nur nach Gefühl. Aber auch nicht ohne. Irgendwann ist Schluss, verstehst du? Ich kann was und das kann der nicht ausstehen. Das ist doch alles. Selbst wenn es so wäre, damit musst du fertig werden. Es wird immer wieder Menschen geben, die dich nicht leiden können. Wegen dem bisschen Kaffee holen. Vergiss nicht, du bist immer noch in der Ausbildung. Okay, okay, aber man kann sich doch nicht alles gefallen lassen, oder? Das sage ich doch gar nicht. Ich finde es nur einen Wahnsinn, jetzt einfach alles hinzuschmeißen. Jetzt, wo du die Hälfte beinahe hinter dir hast. Vielleicht kann man noch was reparieren. Ich spreche mal mit Möckelburg, ja? Was willst du denn mit dem reden? Das ist doch der reinste Egomane. Der sieht doch nur sich selbst. Was glaubst du, warum der so viel Spiegel in seinem Atelier hat? Der wäre doch am liebsten fünffach auf der Welt. Außerdem hat er mich nur ausgenutzt. Das glaube ich nicht. Der ist bloß sehr eitel. Jetzt warten wir mal ab, was Papi dazu sagt. Oh Gott, Papi. Meinst du, was ich als Werkstudent gemacht habe? Musste jeden Tag für die Arbeit der Brotzeit holen. Und ich war mir auch nicht zu schade dafür. Jetzt redest du wieder Möckelburg. Das ist doch nicht der Grund. Ach, und was ist denn der Grund? Meine Tochter spielt die Beleidigte, weil ihr Chef sie mal blöd anredet. Aber es gibt ja genug Jobs. Die liegen ja haufenweise auf der Straße. Die ganze Welt reißt sich um Fräulein Behringer. Jetzt red doch keinen Scheiß. Speaker. Gleich knallt's. Was bietest du dir eigentlich ein? Erst schmeißt du die Schule, obwohl wir strikte dagegen sind, und jetzt das... Immer gleich ausflippen, dass ihr so modern. Mal dies anfangen, mal jenes. Bloß keine Eigenverantwortung. Du bist gemein. Ja, weil ich die Wahrheit sage. Du bestreitest so in der letzten Zeit alles, bloß nicht deinen Lebensunterhalt. Und jetzt die neue Rolle als beklagenswerte Arbeitslose. Aber der Papa wird schürrig. Hör doch auf, das ist überhaupt nicht wahr. Ende der Debatte.
Du gehst sofort am Montag zu Möckelburg, entschuldigst dich und machst deine Lehre fertig. Das werde ich nicht. Das werden wir ja sehen. Und wenn ich dich eigenhändig hintragen muss. Ich habe das Affentheater endgültig... Das bringt doch nicht, das bringt doch nichts. Lass uns lieber überlegen, was die Alex jetzt in Zukunft tun soll. Danke, das kann ich schon alleine. Ich bin 18. Aber ihr hättet es ja so gern, dass ich diesem Schwulibert in den Arsch krieche. Aber lieber verkaufe ich Pommes Fritz. Red nicht so blöd daher, das will auch gelernt sein. Wenn du nicht am Montag in deiner Nähmaschine sitzt, dann fliegst du hier raus, das schwöre ich dir. Ich brauche euch nicht, ich schaff's auch alleine. Und was hat das jetzt gebracht, diese ganze Streiterei? Ach, bin natürlich ich wieder. Ja, weil du mit deinen Kindern nie redest. Nie wirklich. Rechten Mundwerk, sagst du nichts. Aber die haben doch Angst vor dir, Frau. Die trauen sich doch nicht nach Hause kommen und dein Problem mit dir. Du Alex, Papi fängt sich schon wieder. Komm, hau ab. Was hat mir denn alles gefallen? Das ist doch zu kurz, sie kommt da ohne uns zurecht. Alex, bitte, mach jetzt keinen Blödsinn. Lass uns reden, ja? Lass mich. Flori, bitte hol sie zurück. Was regst dich auf? Die kommt von selber wieder zurück, ich schwör's dir. Außerdem soll sie sich ruhig mal ohne uns durchbeißen. Das fördert nur die Entwicklung. Entwicklung? Du traust dir doch gar keine Entwicklung zu. Für dich ist sie von vornherein schon ein Versager. Du hast einfach nicht genug Vertrauen in deine Kinder. Der schönste Maskenbildner beim deutschen Fernsehen. Das ist Erika, Kostümbildnerin. Na und Malerin. Spezialität? Gänseblümchen. Quatsch. Margarete. Und das ist Brigitte, Bildhauerin, total abstrakt und leider eine leidenschaftliche Sängerin. Hey, die Melodie kenne ich. Das ist Rainer, die beste Leiche des deutschen Films. Und das ist Egon, unser Dichter und Übersetzer der gesamten römischen Antike. Und das ist Hans Ludwig, mein Mann. Grüß Gott, meinetwegen glauben Sie wirklich nicht klatschen. I can't give you anything but love, love, love. Love is the only thing I've left. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Sind Sie Schauspieler? Nein, Hans Ludwig war bei der Bahn. Eisenbahn. Als Kind habe ich an der Bahn gewohnt und habe mich stundenlang in alle Erdteile geträumt. Sie waren bestimmt Lokomotivführer. Nein, ich war bloß Schweißer im Ausbesserungswerk. Ach, Schweißer. Kinder, wir machen für die beiden ein Riesenhochzeitsfest. Mit allem Drum und Dran. Ja. Natürlich unter einem besonderen Mott. Ilse, die Muse, und er... Eisenbahn. Ach nee, ja. Das muss viel romantischer und großartiger werden. Wir machen das am Strand, bei jedem Wind und Wetter. Egon, kram doch mal bei deinen Müden nach. Moment mal, Sand, Meer, das kommt doch immer wieder bei Ovid vor. Wie wär's mit einem Fest der Meeresgötter und Meeresgeister? Und der historischen Wasserleiche. Genau. Wir feiern die Vermählung von Doris, der Tochter des Okeanos und Mutter der Nereiden. Und er... Poseidon. Wie heißen Sie? Ludwig. Dann ist er König Ludwig II. Ach, der Bayer. Aber ein Freund der Künste. Der Arme ging mit seinem Doktor ins Wasser. Und Egon, du musst Ovid spielen. Das macht er ganz großartig. Der spricht freien Hexametern. Und ich spiele den Störtebeker. Ach, Rainer, du bist die Alge. Und ich der Golfisch. Und du, Günther,
Du musst uns alle schminken. Ach, Kinder, wie stellt ihr euch denn das alles vor? Ich hab doch meine Sachen in Hamburg. Los. Ausreden zählen da keine und du fährst morgen nach Hamburg, holst dort die farbigen Schminken zu unserer aller Verwandlung. Ich fahre in die Stadt und hole all dort die Kostüme. Ja, Kinder, wir feiern eine riesen Metamorphose. Ihr seid toll. Kinder, ich liebe euch. Ludwig, sind Sie nicht toll? Ja, ich glaub schon. Bist du wach? Natürlich bin ich wach. Flori, du solltest... Ah, ich weiß, das arme Kind irrt jetzt hilflos durch die Nacht. Komm, Florian, steh auf und such sie. So was spürt man doch als Vater. Wie kann man denn so hartherzig sein? Hast überhaupt kein Gefühl im Leib? Das denke ich mir manchmal auch. Kein Gefühl. Ja, und du hast zu viel. Also geh doch los und such sie. Sie ist ja auch deine Tochter. Mein Gott, machst du das manchmal einfach. Michael, ist die Alex bei dir? Alex? Ist alles okay? Ja, Mami, es ist alles okay. Kommst du noch nach Hause? Nein, ich komme heute nicht nach Hause. Gut. Du, wir haben dich lieb. Okay? Tschüss. Ist alles in Ordnung? Bist du wirklich nicht nach Hause? Nee. Bist richtig cool geworden. Hast dich verändert. Findest du? Ja, finde ich schon. Weißt du, manchmal träume ich. Von mir? Nein. Von Stoffen, Farben, Schnitte. Von allem von meiner eigenen Kollektion. Ja, damit ist ja erstmal Essig, ja? Wieso? Ich denke, der Möckelburg ist für dich gestorben. Wer redet denn von Möckelburg? Aber weißt du, irgendwie, ich muss irgendwie was Eigenes machen. Eine eigene Kollektion, ein eigener Laden, Avantgarde, irgendwie so wie Gautier. Gautier? Du kennst Gautier nicht? Ja, der mit den Sprühkleidern. Also, du gehst morgens ins Badezimmer rein, splitterfasernackt, nackt, nimmst eine Spraydose und pssst, von oben bis unten angezogen, fertig. Und abends blättest du es einfach wieder ab. Machst du jetzt einen auf Graffiti oder was? Nein, ich meine ja nur eine Moderichtung. Irgendwie in so eine Richtung, verstehst du? Ich bräuchte eine eigene Kollektion, eine eigene Boutique, müsste allerdings von anderen Modeschöpfern was übernehmen. Und ganz billig wird es natürlich auch nicht werden. Ah, eben. Das Startkapital. Da kommst du nicht ran, Alex. Vergiss es. Wieso? Geld kann man leihen. Oh, sei doch nicht naiv. Wer leiht dir denn Geld? Keiner. Du hast keine abgeschlossene Lehre. Du hast keinerlei Sicherheiten. Ja, mit deinem hübschen Gesicht wirst du keinen Bankier überzeugen können. Okay. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ich träume ja auch ganz gern. Auch mit offenen Augen. Die Idee ist nicht schlecht. Die ist sogar gut. Nur mit der Finanzierung, ja. Müsste ich mir was einfallen lassen. Du? Wieso denn du? Naja, also ich kenne deinen dynamischen, aufstrebenden Jungunternehmer. Knackige 22. Sehr gut aussehend. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihm dessen Vater ohne weiteres das Startkapital vorstrecken würde. Mensch, Michael. Du machst die Kunst und nicht die Kasse. Das wäre ja Wahnsinn. Und was glaubst du, wie viel dein Alter rausrücken würde? Ja, so mein Vorerbe vielleicht, so 80.000. Wir sind der Tiefe des Meeres entstiegen zu Ehren der Doris. Sie, des Okeanos Tochter, vermählt sich dem König der Bayern. Beide nun teilen den Tisch bei der Mahlzeit in glücklichen Jahren, teilen das Bett bei dem lustvollen Spiele der göttlichen Liebe. Ist das nicht hübsch? Okay, ich als König, da hätte ich doch lieber einen Seeigel gespielt.
Nehmet den Schatz des Piraten, den Kapitän Silver geöffnet. Goldene Dukaten, Extrakte der Liebe und Salze des Meeres findet ihr hier, eure feurige Liebe nach Kräften zu fördern. Segen und Heil dem in ewiger Liebe verbundenen Brautpaar. Hoch soll sie leben, die Braut, hoch soll auch leben der Bräutigam. Oh, Liebe! Oh, Liebe! Oh. Du musst jetzt was sagen. Ich? Mabel, was soll ich da sagen? Da sage ich halt Dankeschön. Ne? Bitte schön. Habe Dank, ihr Götter und Geister der Flut, die uns so reich beschenket haben. Hey, Himmelreiter, gib meinem Kollegen auch was zu essen. Und hier auch noch einen Schluck zu trinken. Hey, bitte, mein kleiner Kultus, das stimmt mal. Es ist trocken, aber bis auf den letzten Schwanz. Och, unser Ludwig steht hier an der Lehne. Prost, alter Bayer. Gestatten, ich bin eine göttliche Alge. Und das ist mein Freund, die Wasserpest. Und das ist meine Nymphe. Lokale Tochter des Esses. Weißt du, König Ludwig, stell dir mal vor, die Pflanzen könnten gehen. Plötzlich stehst du in deinem Garten und deine Rosen können gehen. Dann brauchst du die gar nicht mehr zu pflücken. Genau, und die Erdbeeren erst, die musst du nicht ernten, die rufst du nur. Und dann kommen die alle anmarschiert. Musst nur aufpassen, dass die Unreifen nicht mitmarschieren, nicht? Ludwig, ist das nicht ein herrliches Fest? Lass mich doch in Ruhe. Mir reicht es, dieses ganze Kasperltheater, dieses blöde, versoffene, geh ins Hotel. Ach, Ludwig! Ludwig! Grüß dich. Und? Tja, alles klar. Wir kriegen die Kohle von meinen Alten und das ist der Vorschuss. Super! Und du? Wie war's bei dir? Oh, ich sag's dir, ich war heute den ganzen Tag mit so einem Makler unterwegs. Die verdienen ja ein Schweinegeld für nix, gell? Bei dem einen Laden wollte ich schon zuschlagen und erzählte mir zufälligerweise so ein Handwerker, dass im Souterrain ein Billig-Italiener aufmacht, direkt unter meiner Boutique. Oh, wie praktisch. Ja, sehr praktisch, damit er dann mit seinen Knoblauchdüften meine Klamotten vollnebelt, was? Und der Typ wollte dann auch noch für dieses Stinkeloch 3000 Mark Miete haben und über 6000 Mark Provision. Und die Maklergebühren, gnädiges Fräulein, setzen sich selbstverständlich zusammen aus Mehrwertsteuer und Vertragskosten und Bruttomiete. Forget it. Aber ich habe was Besseres. Durch einen Vater von einer Freundin von mir. Niedliches kleines Atelier. Geht so eine Treppe runter, unten im Souterrain und zur Straße hin ein super Laden. Mitten in Schwabing. Beste Laufgegend. Allerdings sind die viel teurer. 4.000 inklusive. Ganz schön hab ich. Ja, was soll's, die Wiese klotzt und nicht kleckern, ne? Apropos kleckern, mein Vater hat uns zum Essen eingeladen. Oh Gott. Da will ich mal kennenlernen. Wann soll die Hochzeit sein? Oh, guck mal, die beiden! Das sind deine Freunde. Also weißt, es geht wirklich zu weit. Du treibst dich hier rum bis in der Früh und ich sitze im Hotel und mach kein Auge zu. Nach dieser festlichen Nacht. Sieh doch mal diesen Himmel an. Ja, ja. Diese Weite, diese unendliche Weite und der Wind. Nichts als Ozean und Sand. Den habe ich bloß in meine Schuhe. Ja, da musst du die Schuhe ausziehen, dann kommt kein Sand rein. Du, Ilse, ich muss einmal mit dir reden. Ja, Bärchen, was ist denn? Wenn dir das nicht passt, dass ich bloß einfacher Eisenbahner gewesen bin, dann hättest du es früher sagen Ludwig, müssen. Ludwig, du weißt ganz genau, dass das Unsinn ist. Du, ich mag dich genau, wie du bist. Und gestern Abend? Da war ich überhaupt nicht für dich da. Oh komm, das sind ja alte Bekannte von mir. Wir treffen uns seit 15 Jahren auf Sylt. Ach so, deswegen wolltest du nach Sylt, ja. Also jetzt sei nicht eifersüchtig, du. Schau mal, lieb und originell sind sie. Und ich dachte, das macht dir Spaß, sie kennenzulernen. Die sind mir ein bisschen zu originell. Komm, Ludwig, schau mal. Komm. Schau mal das Meer. Das Meer, das ist der Mann. Und das Land, der Strand... Das ist die Frau.
und immer wieder berühren sie sich. Sie bedingen sich, sind aber nicht gleich. Na, gleich sind die wirklich nicht. Aus der Tiefe des Meeres entstiegen leibhaftig. Schal ist der Morgen jedoch, wenn dir fehlet ein Busen zum Schmusen. Sagen Sie mir doch mal ganz ehrlich, glauben Sie denn, dass meine Tochter wirklich das nötige Talent hat? Nur ein Kleingeist, meine Gnädigste, könnte Ihrer Tochter mangelnde Begabung vorwerfen. Aber Talent ist nur die Wiege der Kunst. Sehen Sie, in unserer Branche weht ein eiskalter Wind. Man kann in diesen Lüften nur überleben mit dem Pelz des handwerklichen Könnens. Zucker? Danke, danke. Wissen Sie, ich bin über 15 Jahre nackig, ganz allein in dieser bitteren Kälte gestanden. Frierend, zweifelnd, bis ich den Pol meines Erfolges erreicht hatte. Aber diese harte Strecke will Ihre Tochter nicht gehen. Sie möchte gleich die Fahne des Triumphes hissen. Das muss schief gehen. So wird sie künstlerisch erfrieren. Verehrter Meister, Sie sind natürlich jetzt ein erfahrener Polarforscher. Aber die Jugend ist stürmisch. Das müssten Sie eigentlich noch wissen von früher. Auch ich hatte Schwächen, gewiss. Aber meine gestrengen Mentoren haben mir erbarmungslos den Rucksack der schweren Lehrjahre auf meine zarten Schultern geschnallt. Aber Alexandra will diese Bürde nicht auf sich nehmen. Sie nimmt meine Autorität als persönlichen Affront. Tja, das Brot der frühen Jahre. Ich kenne das. Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich schreiben konnte. 6 Jahre. Sie schreiben? Mhm. Mein Gott, das war immer mein Traum. Aber ich kann mit Buchstaben nichts anfangen. Sie gehören nicht zu meinem Metier. Sie berühren mich nicht im Mindesten. Jetzt bin ich allerdings beim Rundfunk. Ja, das habe ich gehört. Die Sache mit der Potenz reizt. Ich stehe Ihnen gerne für eine Sendung Modell. Das ist eine glänzende Idee. Ich spreche mal mit meiner Redaktion. Aber jetzt zurück zu Alex. Wären Sie denn wirklich bereit, sie wieder aufzunehmen, wenn sie bereit ist, den Rucksack der Bürde auf sich zu nehmen? Natürlich, natürlich. Wenn sie voll guten Willens an meine Pforte pocht, sanft wie ein Reh, demütig wie eine Novizin, dann bin ich bereit, sie zu den höchsten Weihen zu geleiten. Durch mich wird sie auf den Olymp der Auserwählten entrückt. Noch ein Tessin Mokka? Mensch, das ist ja ein halbes Schloss. Schau da oben, das zweite Fenster von rechts, das war mein Kinderzimmer. Es ist ja wirklich wunderschön hier. Ja, allerdings. Sagen Sie, kennen Sie eigentlich die unternehmerischen Risiken? Herr Dr. Bayer, wir haben uns genau erkundigt. Da gibt es überhaupt kein Risiko. So. Die Boutique liegt in bester Lage. Ich mache natürlich meine eigene Kollektion, aber zusätzlich werden wir noch internationale Modeartikel aus dem Großhandel mit einbeziehen. Und Michael fungiert dann als Inhaber und ich werde selbstverständlich die Geschäftsführung übernehmen. Frau Behringer, sagen Sie, wo haben Sie eigentlich gelernt? Ich war bei Möckelburg. Oh, das ist ja eine erstklassige Adresse. Ja, sehr gut. Ja. Ich habe nur gesehen, dass ich da nichts mehr lernen kann. Wissen Sie, ich habe zum Schluss seine eigene Kollektion geändert. Und Ihre Meisterprüfung haben Sie natürlich auch gemacht. Nein, die habe ich nicht gemacht. Aber wissen Sie, ich bin eher ein praktischer Typ. So, so. Ja, dann wollen wir erst mal essen, ja? Darf ich bitten? Also, Paps, ich habe da nicht den großen Durchblick, aber für meine Begriffe macht Alex sehr schöne Sachen. Ja, daran zweifle ich auch gar nicht, mein Junge. Aber es kommt doch darauf an, dass der Kunde diese schönen Sachen auch sieht, sich dafür interessiert und kauft. Ja, dazu braucht man Verkaufspraxis, Einkaufspraxis. Da muss man was von Kundenpsychologie verstehen, eine Menge Werbeideen haben. Sonst habt ihr keinerlei Chance. Herr Dr. Bayer, wir haben schon eine Menge Ideen. Ja. Am Anfang gibt es natürlich Einführungspreise, ja. Und dann
starten wir eine ganz tolle Aktion. Wir werden für die ersten 2 Wochen 2 Mannequins im Laden haben, die eine permanente Modenschau machen. Ja, und dann möchte ich natürlich noch 2 Schneiderinnen haben, eine für Leder, eine für Stoffe. Ja, und später möchte ich natürlich auch noch was für Männer kreieren. Ja. Herr Dr. Bayer, darf ich jetzt die Wachteln servieren? Ja, bitte. Geben Sie es noch rüber, ja? Danke schön. Guten Appetit. Ja, das kostet natürlich alles viel Geld, nicht? Und vergesst nicht die Anlaufzeit. Ich meine, bis so eine Boutique sich rumspricht, dauert ja mindestens 1 Jahr. So lang? Ja, wusstet ihr das nicht? Also in der Industrie rechnet man 1. Jahr Verlust, 2. Jahr plus minus null, 3. Jahr Gewinn. Eventuell. Ja, noch eins möchte ich klarstellen. Ich meine, Michael, das Studium darf natürlich unter keinen Umständen darunter leiden. Ja, mach dir da keine Gedanken darüber. Und außerdem, das Geschäft wäre in diesem Falle die beste Praxis für mich. Hoffentlich. Aber greif doch zu, es wird ja kalt. Vorsicht, Fräulein Behringer, die sind gespickt. Ich kann mir doch da noch ein bisschen was nehmen, Frau Behringer. Nein, ja. Irgendwie ist es langweilig ohne Alex. Ach was, auf einmal. Jetzt sagst du, bist froh, dass die Alex nicht mehr da ist, die blöde Kuh. Und jetzt? Das habe ich doch nicht ernst gemeint. Ach, die ist ja nur langweilig, weil du die Alex nicht mehr zum Ärgern hast. Oh, sie hat immer mich geärgert, nicht ich sie. Ja, dann sei doch froh, dass sie weg ist. Sprichst du für dich? Du interessierst dich doch überhaupt nicht, was mit der Alex los ist oder was sie macht. Den ganzen Tagen und Wochen hast du nicht einmal gefragt, wie es ihr geht. Deshalb bin ich ja neugierig. Du weißt anscheinend mehr. Warum sagst du nichts? Tja, also die Alex, die macht so Modeboutique auf. Erna! Ja, und mir hat schon ein ganz extravagantes Modell versprochen in Violett. Was? Die Alex macht eine Modeboutique? Ja, die Alex macht eine Modeboutique auf, aber in der besten Gegend. Wir durften ja nichts verraten, aber die Erna muss natürlich wieder petzen. Ein echtes, tut mir jetzt wirklich furchtbar leid, Frau Behringer, aber ja, das ist mir so rausgerutscht. Ist ja nett, dass man es auch mal erfährt. Aha. Und ich soll womöglich diese Boutique noch finanzieren, oder was? Das hat niemand gesagt. Aber gedacht. Das ist ja größenwahnsinnig. Mit 18 ein Geschäft aufmachen. Hat überhaupt keine Erfahrung. Wahrscheinlich hast du noch zugeredet. Nein, ich weiß es auch erst seit kurzem. Das ist ja der reine Wahnsinn. Du traust dir das natürlich nicht zu. Was heißt da zutrauen? Das sagt mir der gesunde Menschenverstand, dass das nicht gut gehen kann. Erst einmal zu allem Nein sagen. Wenn du an deinen Kindern nicht zweifeln kannst, dann bist du nicht zufrieden. Aha. Jetzt streitet nicht. Wer weiß vom Bekleidungshaus will, bitte rufen Sie dringend in der Zentrale an. Grüß Gott, Behringer, Boutique-Chef Alex. Wo gibt es hier junge Mode? Ja, dann schauen Sie sich doch hier vorne um. Danke. Frau Möller von der Firma Telemoden, bitte kommen Sie zur Zentralinformation. Entschuldigung, haben Sie Mode von Kenzo oder Gautier? Leider nicht. Tut mir leid. Danke. Entschuldigung, haben Sie Mode von Kenzo oder Gautier? Tut mir leid, ist alles schon weg. Ab in den 3. Stock. Ist zwar nicht das, was ich wollte, aber finde ich auch ganz gut. Meinst du nicht, dass es langsam reicht? Ja, wir brauchen Ware. Wir sind aber kein Warenhaus. Das macht dann 8.000 Mark, bitte. Ist gut. Grüß Gott. Guten Tag. Haben Sie vielleicht einen Tisch für mich? Ja, gern, aber nicht in der Badehose. Ich meine nicht für jetzt, ich meine für heute Abend. Ach so. Der Tisch sollte vielleicht ein bisschen versteckt und romantisch sein. Wir sind nämlich heute genau 1 Monat verheiratet, meine Frau und ich. Ah, ein besonderer Anlass. Ja. Einmal Glück mal bitte.
Auf welchen Namen darf ich es notieren? Behringer. Herr Behringer. Da liegt schon eine Reservierung vor für 16 Personen. Gehören Sie dazu? Für 16? Das, nein, da gehöre ich nicht dazu. Bitte streichen Sie meine Bestellung. Gehören Sie nicht dazu. Weichere Schaufensterpuppen erfinden, die man erotisch verbiegen kann, weißt du? So mit Po- oder Hüftknick. Also das Ding ist jedenfalls überhaupt nicht sexy, richtig tot. Komm mal her. Also du bist jetzt ein weibliches Mannequin, ja? So? Und ich bin ein männliches Mannequin. Und wir bleiben einfach 10 Minuten lang erstmal so stehen. Wenn dann vielleicht hinten ein paar Leute kommen, fangen wir ganz langsam an, uns zu bewegen. Wir werden immer lebendiger. Man könnte ganze Szenen spielen. Das könnte zu einer riesen Performance ausarten. Man könnte zum Beispiel auch tanzen. Oder küssen. Hm. Na, schau. Schon die ersten Kunden. Jetzt hört doch auf. Wir sind doch nicht in der Piepshow hier. Okay, okay, Herr Kaufhausdirektor. Ganz wie Sie wünschen. Ich find's einfach affig. Ach komm, sei doch nicht so eifersüchtig. Das war doch bloß ein Spaß. Bin ich eifersüchtig? Bist du schon? Also wenn ich jetzt sowas wie eine Krise aufbeschworen habe, ja, dann sprich ich gleich aus dem Fenster. Das macht mir überhaupt nichts aus. Geht nicht, deine Mutter kommt. Grüß dich. Hallo. Der Mann. Was machst denn du hier? Du, ich bin ganz zufällig gerade vorbeigekommen. Wir haben unheimlich viel zu tun. Ja, wenn ich störe, dann gehe ich gleich wieder. Also ich gehe dann gleich mit, ich störe nämlich auch gerade. So ein Spinner, echt. Du störst überhaupt nicht. Möchtest du einen Kaffee? Mhm, gerne. War nicht so gut. Sage mal, das ist ja toll! Und das ist deine Kollektion. Ja, du bist ja eine richtige Geschäftsfrau. Hm? Funktioniert die? Ja, klar. Und? Wie geht's dir? Hm? Ach, ist schon ein irres Gefühl, weißt du. Das habe ich mir einfach immer gewünscht. Ist nicht so abstrakt. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe einen Bezug dazu. Kann ich gut verstehen. Hm. Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Und dir, Michael, dir wünsche ich auch viel, viel Glück. Danke, Frau Behringer. Können wir gut gebrauchen. Und, wie geht's mit dem Geld? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben bis jetzt über 40.000 reingesteckt. Ich war auf der Bank. Ich bin an meiner Spartis. Ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen helfen. Du bist ja wahnsinnig. Du, das ist nur ein Darlehen. Wenn die Boutique gut geht, dann musst du mir es wieder zurückzahlen. Du bist wirklich die beste Mami von der Welt. Du, aber sag nichts dem Papi, sonst geht er mir gleich wieder in die Berge. Keine Sorge, der redet ja sowieso nicht mit mir. Selber behauptet er allerdings von dir. Glaubst du, dass er zur Eröffnungsfeier kommt? Ich will dir mal was sagen, Brigitte. Unter uns gesagt, die beiden passen überhaupt nicht zusammen. Bei unserem nächsten Fernsehfilm in München, da wohnen wir alle bei Ilse in ihrem kleinen Häuschen. Ilse, Schätzchen, und wir machen einen Riesenfass auf mit dir in deinem Eisenbahner. Ja, da wo ist denn Ludwig überhaupt? Du, der ist seit einer halben Stunde auf der Toilette. Was? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Na, was ist? Was wollen Sie denn? Das muss ich Sie mal sagen. Also seit 15 Jahren bin ich auf der Insel. 15 Jahre lang mache ich schon Urlaub auf der Insel. Seit 15 Jahren kommen Sie daher? Sag doch, Bauer, du hast verdammte Ohren. Seit 15 Jahren bin ich auf der Insel, habe noch nie so einen Sonnenbrand gehabt. Guck dir das mal, komm mir vor wie gerät das Kamm wieder. Gehören Sie vielleicht auch zu dem Verein? Was denn für ein Verein? Aber ich bin total privat hier, verstehst du? Ich bin total privat. Sie sind auch kein Maler? Nee. Oder ein Schauspieler? Aber wegen so aus, Autohändler bin ich. Ja, dann dürfen Sie mit mir reden, Prost. Oh, das freut mich, Prost. Also ich finde, es geht fremde Leute gar nichts an, ob dein Mann Schnarcher ist oder nicht. Ah, das schau her, mein Herr Gemahl hört meine Sendungen. Ja, ich muss ja auf dem Laufenden sein.
Ich finde es jedenfalls an der Grenze zum Exhibitionismus. Übrigens schnarchst du auch. Ich schnarche? Und wie? Frauen schnarchen nicht und wenn, dann nur ganz selten. Weißt du, du musst es verstehen, Flo. Ich kann einfach am besten moderieren, was mit mir und mit meiner Umwelt zu tun hat. Ja, wir sind aber nicht deine Umwelt, wir sind deine Familie. Die sollte für dich tabu sein. Ich bin da anderer Meinung, ich bleib dabei. Das darfst du ja auch. Ich habe einfach gedacht, du freust dich über den Erfolg deiner Frau. Ja, wer sagt denn, dass ich mich nicht freue? Aber du bist im Stand und machst noch eine Konferenzschaltung aus unserem Schlafzimmer. Das ist eine glänzende Idee. Kommst du morgen mit? Wohin? Alex eröffnet ihre Boutique. Du willst mir jetzt einen Abend verderben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Richie, zieh das mal an. Meinst du es ernst? Ja, zieh's an, stell dich so an, los. Sieht sicher aus wie eine Schaufensterpuppe. Das macht ja nichts. Selber schuld. Ich habe in den letzten Tagen reichlich zu tun gehabt. Ja? Wusste er dafür, Bayer? Ich wusste beim Bühringer. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Na, ausgezeichnet. Fabelhaft. Aber hoffentlich bringt das Traumschloss auch die Miete ein. Ne? Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Bis nachher, nicht? Tschüss. Sag mal, was hat das denn alles hier gekostet? Well, when have you last been to Russia? Oh, you have never come? Alex, Totschick. It's smashing, isn't it? Du kriegst eine ganze Seite in der Metropolitan mit Interview und Fotos von allem. Das ist hinreißend. Vielen Dank. Selbstverständlich. Bis nachher. Gell? Bis nachher. Hallo? Hallo. Grüß dich. Hallo. Lang nicht gesehen. Ja. Wie geht's? Gut. Danke. Ja, ich muss mal zu meiner Mutter schauen. Die steht da vorne am Buffet. Ja. Bis nachher. Ja. Gell? Hallo. Ich bin ganz stolz auf dich. Es ist sehr so schön geworden. Wirklich. Papi fehlt. Hier, damit die Schaufensterpuppe nicht vertrocknet. Dein Vater! Hallo. Hallo. Tja. Alles Gute. Danke. Ja, gibt's hier nichts zu trinken, oder? Ja, da hinten.